Herzlich willkommen zum FRM Regionalmagazin und das ist in dieser Woche eine ganz besondere Sendung, denn es ist die letzte Sendung im Jahr 2019 und zugleich auch die erste Sendung im Jahr 2020, denn durch unser Wochenprogramm starten wir am 30.12. und die Sendung geht bis 5.1. Also wie Sie auch wollen, rutschen Sie mit uns in das neue Jahr rein und genießen Sie die ersten Tage und wir sind heute traditionell natürlich mit Kochen beschäftigt und sind wieder zu Gast in der neuen Höhe Neuklingenberg, genauer gesagt hier in der Hotelküche und neben mir steht wieder mein kongenialer Partner Jörg Hanschmann, Chefkoch des Hauses. Mein lieber Jörg, ich grüße dich. Matthias. Schön, dass wir wieder dabei sein dürfen heute und zum Jahresende ein schönes Gericht kochen. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, ich bekomme nicht zu erfahren, was wir heute kochen. Jetzt ist es natürlich kein Geheimnis, hier liegt. Lass dich überraschen. Ja. Die Überraschung ist schon fast durch. Mein Lieber, was machen wir denn heute und vor allem, warum hast du dir das ausgedacht? Einfach mal ein ganzes Hühnchen. Ein ganzes Hühnchen, daneben noch, nie wundern, es war nicht im Solarium, sondern das ist ein Maishähnchen. Wird, wie gesagt, nur, fast nur mit Mais gefüttert. Das ist halt die konventionelle Sache, die gezüchtet wird. Und geht einfach fix zubereiten. Naja, für vier Personen ja. So ein Hühnchen. Man muss nicht immer nur die Hähnchenbrust kaufen, wo man manchmal vielleicht gar nicht weiß, was das Huhn erleiden musste oder sowas. Also es gibt ja da viele auch solche Teile, die man kaufen kann mit den verschiedensten Marinaden schon. Das ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei, ne? Die Marinaden, das ist immer so lieber frisch gemacht und man weiß, was man für eine Marinade und hat. Und auch kein eingefrorenes Hühnchen, sondern wenn, frisch ist besser. Kann man doch schon ein frisches kaufen. Ja. So viel preislich Unterschied gibt es da nicht. Ja. Und so ein Hühnchen kostet trotzdem nicht viel Geld. Auch wenn es frisch ist. Jetzt ist es natürlich so, ist das jetzt ein arbeitsaufwendiges Essen oder kann man sagen, jetzt eine Stunde, bevor der große Hunger kommt, entscheide ich mich und kann damit anfangen? Ach, eine Stunde auf alle Fälle. Ja. Jetzt sind wir schon lange fertig. Ja? Da haben wir fast gegessen schon. Na prima. Dann, jetzt hast du Hunger. Dann würde ich sagen, wir halten uns jetzt nicht lang bei der Vorrede auf. Wir haben hier 5 Kameras positioniert in deiner Küche, die das Ganze von allen Seiten beobachten. Und jetzt fangen wir einfach an. Was machen wir denn jetzt? Ich würde dir auch wieder helfen, aber erstmal geht es ums Fleisch, denke ich. Einfach mal ums Fleisch. Ja. Du siehst hier das Hühnchen. Wir haben jetzt gerade Weihnachten hinter uns. Das ist eigentlich ganz einfach. Fast wie bei der Gänsekeule, bei der Gans. Mhm. Und man schneidet einfach die Keulen ab. Ja, hier, Keule. Das ist vorgegeben. Du siehst hier, einfach einschneiden. Mhm. So. Und schon haben wir fast die Keule ab. Ja, ich drehe es mal ein bisschen rum hier, damit du das auch siehst. So, dann haben wir hier den Knochen. Das spreizt man etwas ab. So, und dann haben wir die Keule abgetrennt. Also kann auch der Laie. Das kann auch, Trick dahin. Das kann auch der Laie machen. Ja. Willst du es mal probieren? Matthias, ach komm, damit der Gast auch sieht, ja. Wie du das hier... Ja. Ja, genau, guck mal. Guck, ich stell mich das her. Ist wirklich, weil es wirklich einfach ist. Weil es wirklich einfach ist. Aber es schlabbert ein bisschen noch in der Hand, ne? Das muss noch ein bisschen besser werden dann, oder? Ja, das ist halt ein frisches Huhn. Na? So, na guck. Ja, gucke. Guck. Und schon bist du fertig. Guck. So. Ja? Und das ist jetzt eine Portion für eine... Das ist jetzt eine Portion. Eine Person. So wäre das. Jetzt haben wir noch einiges übrig hier, ne? Jetzt haben wir ja noch einiges übrig. Das wäre halt die Brust. Und da fangen wir genauso an hier. Hier oben einschneiden. Und wir können die Haut dran lassen. Hm. Die wird auch dann schön knusprig, was man ja gerne beim Hühnchen haben will. Und hier auch wieder. Also das ist das, was man jetzt, wenn man es ausgelöst bekommt, dieses Brustfilet, Hähnchenbrustfilet. Dieses Hähnchenbrustfilet, was man im Grunde dann in den Paletten bekommt. So. Also hier könnte man ja auch Verschiedenes machen, ne? Der eine nimmt so, das wäre jetzt im Grunde die ausgelöste Brust. Ja, da kann man sich entscheiden, ob man den Flügelknochen, in der Gastronomie lässt man den meistens sogar dran. Und das kann man, wenn man da ein bisschen was sammelt, kann man sich zur Not dann mal einfrieren. Und wenn man da mehrere Hühnchen hat, Chicken Wings. Richtig, selber gemachte Chicken Wings. Richtig, also man muss nicht alles fertig kaufen. Genau, man kann es einfach frisch machen. Ja. So, entweder wir lassen es gleich so dran. Und dann haben wir unsere Portion. Und hier machen wir das fix genau. Mhm. Ja. Also jetzt mal von der Hotelküche mal gesprochen. Ja. Wie beliebt ist denn so ein Hühnchen? Also ich kenne ja die DDR-Zeiten noch. Da waren ja die Goldbräuler. Die Goldbräuler, so, das war was Leckeres. Ja. Ja. Die Bräulerbar in Dresden, ich kann mich noch erinnern. Langes Anstehen. Langes Anstehen. Die hatten sogar auch noch eine Suppe vom Bräuler. Ich glaube eine Bräuler-Variante. Ja. Ja. Und deswegen, du siehst jetzt hier, ausgelöst, was bleibt übrig? Die Karkasse. Also die Knochen. Der Knochen, quasi. Ja. Genau. Entweder man schneidet es ein bisschen klein, man kann es auseinanderbrechen, geht ganz einfach. Ja, so, auseinandergebrochen, den Rest schneidet man. Das angesetzt,
Das und schon hat man eine wunderbare Hühnerbrühe, wenn du mal ein bisschen erkältet bist. Ja, oder jetzt im Winter, kalte jetzt Tage, Winter, Hühnerbrühe. Einfach eine Hühnerbrühe angesetzt, super. Schönes Gemüse dazu, ja. Ein paar Möhren, ein paar Zwiebeln, ein gewürzt, fertig. Und schon hast du das ganze Huhn verarbeitet. Also das waren ja bloß 2-3 Minuten, das wo wir das Ganze fertig gemacht haben. Ja, genau so ist und jetzt haben wir natürlich noch diesen farbigen Freund. Oder der etwas gelb daherkommt. Ja. Ist, weil Mais. Futtergrundlage. Das ist der ganze Grund. Das ist der ganze Grund. Ja. Und schmeckt das dann auch anders? Es schmeckt anders. Also es schmeckt nicht nach Mais, sondern es ist herzhafter. Ja. Also intensiver Geschmack. Intensiver Geschmack ist das sozusagen. Und was machen wir jetzt hier draus? Hier können wir ja sozusagen mal einen kleinen Festtagsbraten nochmal machen. Ja. Wo man sagt, man nimmt das ganze Huhn und löst im Ganzen aus, wo man gar keine Knochen mehr hat. Mhm. So, jetzt muss ich nochmal kurz einhaken. Also wir machen heute. Wir braten das Hühnchen. Genau. Das machen wir. Wir würzen es einfach. Ja. Und was gibt es dann dazu? Denn du weißt ja, ich bin ja nicht bloß hier zum Kochen, zum Helfen. Du willst auch gerne mal was essen. Ja. Wenn es möglich wäre. Ja. Was machen wir da? Und zum Hühnchen, wenn es eine schnelle Mahlzeit sein soll. Hm? Wir haben jetzt ein bisschen Herbstgemüse oder Wintergemüse noch. Wie gesagt, bei uns Steckrübe, Kohlrübe. Das okay. Teil hier. Das ist das Teil. Und was kann man daraus machen? Eine Gemüse. Beilage? Ein Gemüse? Eine Gemüsebeilage. Und hier, also wenn ich dich so angucke, komme ich ins Spiel, oder? Jetzt, das ist, genau Matthias. Ich habe meinen Arbeitsplatz schon vermisst. Du willst ja schließlich dein Essen erarbeiten. Richtig. Naja, von wollen kann keine Rede sein, aber na doch. Das nützt ja nichts. Matthias, und das geht doch ziemlich einfach. Ja, bereit das mal ein bisschen vor für mich. Man muss es auch schälen vorneweg. Ach so. Also man kann es jetzt nicht so. Ich wollte dir das mal halbieren, weil Kraft. Und da du noch nichts gegessen hast, na, müssen wir das ein bisschen. Du siehst, ne? Oh, das hier brauchen wir ja wirklich ordentlich Muskelkraft dazu. So, dann kann man das so hinlegen. Und dann schälst du das einfach so. Ja. Und dann schneide ich kleine Streifen. Scheiben und dann Streifen. Aha. So. Und hier, du wirst dann sehen, ich mache mal einen Anfang für dich. Du wirst dann sehen, dass es wie Schichten sind. Ja. Und du musst bis zu der gelben Schicht. Siehst du das hier? Ja. Das ist aber jetzt aber auch nicht das Typische, was es bei uns gibt, das oder? Das ist was ganz Einfaches. Nee, aber also was wenige Leute machen. Ist ein bisschen in Vergessenheit geworden. Ja, eben. Und jetzt wieder im Kommen, bei mir sowieso, weil ich sage immer, was gibt es im Winter? Also du bist ja saisonal, willst du jetzt die Südfrucht hier in die Küche einführen? Nein, möchte ich nicht unbedingt. Okay. Nee, weil die kriege ich immer frisch. Ja. So, dann warte ich. Eine Lagerfrucht sozusagen, Lagergemüse. Ja. Das ist immer da. Ich weiß gar nicht, wächst das in der Erde? Das ist selbstverständlich. Ja, Bildungslücken ohne Ende. Alles klar. Das ist wie, wie eine Rübe früher. Wie eine Futterrübe. Alles erklärt. Die wächst genauso, oben wird dann grün und du darfst jetzt deines Amtes weiden. Zeit ist Geld. Also wir machen das so, also ich schneide jetzt hier das Gemüse. Du schneidest das Gemüse. Wir können dann, wie gesagt, wir machen ein richtiges Gericht dazu. Dann. Ja. Bei dem Braten entsteht ja auch etwas Fond, etwas Bratensatz. Machen wir eine schöne Soße davon und machen einfach ein paar Kartoffeln dazu. Und schon hast du innerhalb deiner kurzen Zeit. Jetzt kriegt das irgendwie alles eine Form, macht Spaß. Und schon hast du im Grunde, ich sag mal, in einer Dreiviertelstunde dein Essen fertig. Leckeres Gericht. Dein leckeres Gesund. Gericht fertig. Und na, fertig. Kannst du sehen, wie schnell das geht. Hast du selber gesagt. Mach mal los. Und du. Und ich würde dir in der Zwischenzeit einfach mal zeigen, wie man so ein ganzes Huhn vom Knochen befreit. Dann mach das. Und einfach einen schönen Wickelbraten draus macht, dass man keine Knochen drin hat, eine schöne Scheiben schneiden kann, dann noch Festtagsbraten. Ab geht's. So machen wir das. Wie gesagt, haben wir hier genau das Gleiche wieder. Die Brust ab. Hier muss man halt ein bisschen aufpassen dabei, dass du das Teil nicht durchschneidest. Du willst ja einen Rollbraten haben, der muss zu sein. Wie du einen Haufen Löcher drin hast dann, Matthias. Also hier doch schon ein bisschen Übung notwendig, oder? Hier sollst du dann, naja, aber du hast ja gesehen, wie schnell du deine Keule ausgelöst hast. Ah. Und du musst halt ein bisschen vorsichtiger gehen, dann wenn es um die dünnen Sachen geht. Ansonsten ist es genau das Gleiche wieder. Na? So, jetzt Scheiben, ne? Jetzt Scheiben. Nun, wie dick du sie haben willst, das kannst du dir dann selber entscheiden, sozusagen, ne? So, mein lieber Jörg, also wir müssen auch ein bisschen auf die Uhrzeit gucken, denn wir haben ja nur eine halbe Stunde Zeit bei unserer Sendung oder für unsere Sendung. Kann ich einen Vorschlag machen? Ich merke schon, du hast Hunger.
Nie bloß Hunger, aber ich muss dann, immer die Ohr ein bisschen dann, im Blick halten. Nein, dann machen also, wir das. Wenn wir zuerst das jetzt würzen, dass wir mal zeigen, was man so einfach nimmt zum Gewürz, dann schieben wir das Ding, denke ich, in den Ofen und dann machst du dein Kunstwerk mit dann, der... Dann verändern wir mein Kunstwerk. So machen wir das, oder? So machen wir das. Ah, gut. So. Na gut. Ich bin ja auch schon fast fertig hier drüben, also... Klassisch. Gewürz. Klassisch Salz, Pfeffer. Ja. Da macht man auch mal nichts verkehrt. Das kann man auch richtig schön ringsrum. Jetzt. Man kann sich auch eine Schüssel nehmen. Ja. Und das dann einfach zusammen. Jetzt ist, will ich mal einen Profi fragen, was hältst denn du von diesen ganzen Fertiggewürzen, die es so gibt? Es gibt ja für Hähnchenwürzer, es gibt Wildschweinwürzer, es gibt Rehwürzer, alles Mögliche. Mhm. Sollte man das nehmen oder ist das verfälscht, dass mal zu viel Fremdes drin ist? Bei den Fertigwürzungen ist es so, da ist vorgegeben, wie viel Salz, wie viel Pfeffer, wie viel Kräuter. Wenn man das individuell haben möchte, dann kannst du schlecht auf die Würzung zurückgreifen. Mhm. Dann macht es individuell. Und, ne? Was käme jetzt noch in Betracht? Vielleicht Paprika? Oder? Ja, um das klassisch und schnell und zügig zu machen, einfach ein bisschen edelsüßen Paprika dazu. Ich denke, es macht auch dann die Haut ein bisschen dunkel und knusprig, oder? Die wird ein bisschen knusprig dazu. Ja. Aber es hängt nie nur vom Paprika an. Deswegen sag ich ja, man kann einfach was drauf machen, um mal zu demonstrieren. Und das Ganze einfach mal... Also, so, da hast du das im Grunde alles gleichmäßig verteilt. Die suchen ja immer das sächsische Wort jetzt im Radio, das ist zum Beispiel Welschern. Welschern? Ja, Welschern, das Fleisch im Gewürz. Im Welschern. Gewürz, Welschern. Welschern, sagt mir was, ja. Das, ja, Welschern. Mhm. So, weiter geht's. So, und jetzt einfach, wie gesagt, also, aufs Blech. Und dann in Öl drunter, oder? Und ein bisschen, bei mir ist es so, da kommt noch ein bisschen Butter drüber. Ah, Butter. Butter ist zum Beispiel das... Butterschmalz, wo ich sage, dann wird auch knusprig. Mhm. Das habe ich auch nie gewusst. Nur Öl ist im Grunde auch Butter, das ist die Molke, schön knusprig, lecker. So, also bereiten wir das auf dem Blech zu. Ja. Was wir natürlich auch machen können, wir können das jetzt auch mit braten, um die Soße besser zu machen. Okay, machen wir das so. Ich würde sagen, wir machen es heute mal mit so. So, und das legen wir jetzt schön hier drauf. Und das jetzt geht doch auch, wenn ich einen ganz normalen Gas- oder Elektroherd habe. Dein Backofen, das geht. Das ist selbstverständlich. Brauche ich keinen Profiherd wie hier bei dir in der Küche? Nein. Also keinen Profiherd dazu. Und jetzt ein bisschen Butter drauf? So, jetzt machen wir halt ein bisschen Butter drauf. Wir haben ja, wie gesagt, bei uns in der Küche Butterschmalz dazu. Ja. Das haben wir so. Guck mal. Das kann man theoretisch auch schon einreiben, alles. Also, dass du das ganze Hühnchen alles vollkommen eingerieben hast. Das ist ja dann wie eine Marinade geworden. Na? So, jetzt gehe ich mal weg, weil du musst jetzt so, du kannst es jetzt hier, so, wenn du sagst hier, hast du das komplett, so, also dein fertiges Hühnchen. Also ich hätte jetzt wieder hier alles unten in Öl eingetunkt. Nee, das, also du, das bist, nee, du hast ja trotzdem Fettigkeit dabei. Ja, das ist der Laie, mein Lieber. Matthias, deswegen kommst du so gerne hierher. Ja, jedes Mal schlauer und zurück. Und wir einfach in den Ofen hinein. Wie lange, dann braucht das jetzt? Und wir checken es. Das war ja nun nicht ganz so groß. Bei 175 Grad, 180 Grad, je nachdem. Und wir stellen dort einfach eine Uhrzeit von 20, 25 Minuten ein. Okay. Und dann schauen wir mal, ob es gut ist, weil normalerweise müsste es fertig sein. Und dann kannst du im Grunde genommen dein Hühnchen schon fast essen. Wie gesagt, das kann man ja, wie gesagt, das machen wir auch mit dazu. Na gut. Da haben wir jetzt so gut wie die Chicken Wings mitgemacht dann. Ja. Einfach mal zum Demonstrieren, wie schnell das geht, ne? Hier kannst du natürlich noch eine bessere Marinade finden, dann so Barbecue-Soße dazu, wo du direkt dann sagst, lecker Chicken Wings. Also rein in den Ofen? Rein in den Ofen, dazu noch mit. Wird mir dazugelegt. Oh, gerade für Kinder. Ne? Genau. Mal fix für die Kinder gemacht, sowas. Lecker Sache. Jetzt haben wir das komplett ausgelöst, fertig. Die Haut noch befreit. Ganz? No? Und das ist jetzt auch, was machen wir jetzt damit? Das würzt man, würzen.
kann dann auch individuell gewürzt werden. Man kann es sogar noch füllen. Ja. Etwas Schinken rein, Mozzarella rein. Also man kann auch ein bisschen kreativ sein. Man kann seine wirklich einen kreativen Sinn dazu begegnen und sagen, heute möchte ich mediterran oder klassisch, ganz einfach, Salz, Pfeffer wieder. Man kann auch ein Hackfleisch reintun, oder? Naja, klassisch. Klassisch wär, könnte man auch mit Hackfüllung machen. Genau. So, hier schneidet man, wie gesagt, die Infilets, schneide ich meist noch ein bisschen weg, um das zu befüllen hier. Ja. Noch. Die Brüste sind sehr dick. Die schneide ich hier auf, damit ich die umklappen kann noch, damit das schön gleichmäßig ist. Das wird dann auch so ein Essen für 4 Personen ungefähr, oder? Das ist wieder für 4 Personen. Also man kann sagen, ein Hähnchen für 4 Personen, so ein Fleischhähnchen. Ja. 1,5 Kilo ist das vielleicht, oder? Nee, weniger. Bis 1200 Gramm. Ach so. Und dann sind sie im Grunde schon die Poularden, die dann Poularde genannt werden dürfen. So, jetzt haben wir das fertig. Und jetzt können wir es rollen. Also würzen natürlich. Ja. Ja. Dann auch wieder. Ich würze von innen und außen würzen. Mhm. Ne, nie vergessen, Hühnchen braucht ein bisschen Kraft dazu. Mhm. Der Pfeffer. Der Pfeffer dazu wieder. So, ich würde hier ein Paprika weglassen, weil hier haben wir schon schöne Farbe. Ja. Das langt zu und dann einfach wickeln. Okay, ich weiß nicht, bevor wir das wickeln, wollen wir erstmal schnell noch mein Gemüse. Dein Gemüse. Damit wir dann zum Essen alles haben. Wenn das haben. Hühnchen dann fertig ist, dass du ein Gemüse dazu hast. Ja. So, kann man machen. So, Matthias, für deine Steckrübe brauchen wir einen Grund Olive dazu. Ich tue sie meistens andünsten. Mhm. Nehmen wir, wie gesagt, unser Butterschmalz wieder. Was in den Topf rein. Und dann... Deine Steckrüben dazu? Ich darf schon? Ist ja schön warm. Wie gesagt, wir haben Induktion, da kann man dann schon mal. Ich vergaß ja, Profiküche. Profiküche. So. Und das tun wir halt gleich ein bisschen andünsten. Dann haben wir etwas Gemüsebrühe. Ja. Das füllen wir kurz an. Dann einfach würzen, auch wieder mit Salz, Pfeffer. Ach, ich mach das jetzt mal. Wir können. Du machst deine Roulade weiter? Wir können ja, wie gesagt, ich nehme gerne etwas Kreuzkümmel dazu. Ah. Kümmel ist ja auch sehr verdauungs. Fördernd. Ja. Richtig. Ein Kreuzkümmel bringt noch einen asiatischen Touch, ja. Arabischen Touch. Super Sache. Und da können wir das dann würzen. Würdest du das übernehmen da? Ja. Wie gesagt, Salz, Pfeffer. Und ein bisschen Kreuzkümmel. So, das ist ein bisschen angedünstet. Und dann die Brühe drauf. Ja, erst würzen. Ah. Und dann die Brühe drauf. Nehmen wir die Temperatur wieder zurück. Jetzt das würzen. Kannst du jetzt würzen. Genau. Also etwas Salz. Super. Wieder Kreuzkümmel. Kreuzkümmel. Der kommt raus. Zurückschieben. Achso, so. Vorsichtig. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Na, super. Lang zu. Und etwas Pfeffer. Weil Kohl hat immer eine gesunde Grundschärfe. Ja, so. Gut. Nochmal kurz durchrühren. Mit Gemüse vom Abfüllen. Und dann nochmal das leicht dünsten. Ja, auch nicht zu viel. Ja. Nein, wir wollen ja die Steckrübe. Die Brühe brauchen wir ja nicht, das soll ja im Grunde nur zum Dienst. Ja, okay. Ja, super. Und dann füllst du mit Gemüsebrühe auf, die wir immer da haben für uns. Wer sowas nie hat. So, lang zu. So, und dann haben wir köcheln. Prima. Und dann sind wir fertig damit. Herrlich. Ja, so, du machst jetzt. So, ich mache jetzt mein Hühnchen weiter. Vollendet. Was man machen kann, wer die Haut gerne möchte, der kann. Auf der Insel, also wenn man das nicht in einwickeln, kann die abschneiden und dann wird die extra röstet, anbrät, also wie eine Art Chips machen kann. Ja. Wollen wir das den Leuten auch zeigen? Das ist zu kompliziert. Ist zu kompliziert. Na, wir wollen doch. Also wickeln wir das einfach bloß. Die ist ja auch ohne Füllung schon eine ordentliche Größe, ne? Auch ohne Füllung, deswegen sagst du das. Für 4 Personen, ja. Wenn man mit Füllung reinmacht, dann hat man ja natürlich noch etwas mehr, aber ansonsten wäre das jetzt als Roller. So, und das wickeln wir jetzt. Einfach ein ordentliches Küchengarn nehmen dazu. Na? So, und da wir das ja dann nicht braten, sondern das unsere Zuschauerinnen und Zuschauer nur zeigen wollen, dann außen ein bisschen würzen. Und wie lange braucht man dann dafür im Ofen? Das wäre genau wieder so, wieder bei einem Roller Keulen. Braucht, wie gesagt, 35, 40 Minuten. Und dann ist sowas geschehen schon. Okay, alles bereit. Klar. Gut, also wie gesagt, außen würzen wieder. Wie gesagt, natürlich auch ringsrum dann, nicht vergessen. Na? So,
Tja. Gibt es ja, wie gesagt, viele Möglichkeiten zu wickeln. Man kann das jetzt einfach so weiterwickeln. Ja. Wie gesagt, in der Küche, wir machen das dann meist so, da ist es dann auf einer Seite fast schon fertig und hat im Grunde seine gleichen Abstände. Ja, geht auch ziemlich schnell dann. Ja. Oder ich zeige es nochmal, wie es die Hausfrau machen kann. Die machen das einfach so dann einfach hier. So weiterdrehen. Ja. Einfach so weiterdrehen. Geht genauso schnell. Weil nie zu straff wickeln, ja. Das darf man nicht. Ja. So. Jetzt schneidet man ein Stück ab, um den Grund das Ganze noch zu befestigen. So. Ja, also und jetzt zieht man das einfach wieder hinten durch. Man braucht schon doch ein bisschen handwerkliches Geschick. Also für einen Anfänger ja, würde ich dann sagen. Für einen Anfänger gut. Man kann das auch mit einer Rouladennadel zustecken. Nee, ich meine überhaupt das Ganze ausschneiden und wickeln, aber da wir ja jetzt das Ihnen gezeigt haben, ist es ja überhaupt kein Problem, das zehnmal anzugucken und schon sind Sie perfekt, wenn Sie so eine Hühnchenroulade machen wollen. Genau. So. Das ist eben das Gute beim Fernsehen. Nur man kann das endlos wiederholen. Immer wieder angucken, bis es Ihnen dann schmeckt. Ja. Wie ist dein Fernsehverhalten? Ein Koch ist ja meistens abends am Arbeiten. Kommst du groß zum Fernsehen? Man kommt eigentlich dieses Jahr zum Fernsehen. Wenig. Wenig. Und wenig. Wenn, dann was? Wenn, dann was? Es gibt auch ab und zu mal eine Kochsendung, ja. Die man dann also ab und zu, es gibt da eigentlich mehr Kochsendungen wie Nachrichten mittlerweile schon fast. Ja, aber wie gesagt, das ist dann, man hat genug aber, vom Kochen gehabt. Aber kriegt man dann irgendwas mit, wenn man so eine Kochsendung guckt, mit einem Rosin oder so? Doch. Ja, doch. Es gibt dann doch manchmal, wo man sagt, man kann es mal probieren, es ist eine gute Sache. Ja. Es gibt aber auch viele Sachen, wo man sagt, wusste man schon, sieht das natürlich nie so sonderlich super schön aus. Es ist aber, ja auch nicht der Bambi-Preis. Aber dann kann man sich schon mal gewisse Sachen rausnehmen, wenn man sagt, passt. In der Haushaltsküche muss man sich im Grunde auch noch rausnehmen. Ja. Oder dann halt für die Großküche. Aber okay. So, mein guter Jörg, jetzt sind wir eigentlich so weit dran. Der Ofen ist fast fertig. Das Hühnchen ist fast fertig. Und du richtest dann an? Ich werde dann was anrichten. Und wir sehen uns dann im Wintergarten? Damit du was Leckeres essen kannst heute. Wir. Ich darf dich einladen. Dann nehme ich die Einladung gerne an. Sehr gerne, sehr gerne. Also machen wir das so. Sehen wir uns im Wintergarten beim gemeinsamen Verzehren unseres hier hergestellten. Wie nennt sich das Gericht? Hühnchen mit Kartoffeln und Steckrübe. Und Steckrübe. Fantastisch. Also, fantastisch. Bis gleich. Bis gleich. So, jetzt sitzen wir hier nach getaner Arbeit im Wintergarten des Hotels zur Neuen Höhe hier in Neuklingenberg. Wir haben heute ein Hähnchen zubereitet, ein einfaches, eigentlich simples Gericht, aber es sieht doch ganz lecker aus. Und sieht auch schön knusprig aus. Mhm. Und wie gesagt, schnell gemacht. Man muss nicht nur so eine Hähnchenbrust kaufen, sondern ein ganzes Hühnchen kann man fix verarbeiten für 4 Personen, schnelles Essen, 3/4 Stunde, fertig. Richtig. Und dazu gibt es vielleicht auch zu Hause dann einen schönen Wein. Herr Grundmann sitzt heute mit am Tisch, der Betriebsleiter, hat uns etwas herausgesucht aus dem großen Angebot des Weinkellers hier in der Neuen Höhe. Was ist es denn für einer geworden? Ich habe diesmal einen Meißnerwein rausgesucht, einen weißen Burgunder von Tschailer Kirschberg. Tschailer Kirschberg ist bekannt, wurde vor 400 Jahren der Terrassenweinbau begonnen. Ja, und den nehmen wir heute zu uns und schauen, wie das zu dem Hühnchen schmeckt. Bevor wir essen, noch natürlich meine Frage. In der Neuen Höhe ist ja auch recht viel los. Viele Veranstaltungsreihen gibt es mittlerweile. Wer hier noch Interesse hat, im neuen Jahr die Neue Höhe zu besuchen, hat er denn noch Chancen? Es gibt hin und wieder noch Karten. Schnell sein, schauen im Online-Shop und der wird sicher wieder eingeblendet. Mhm. Und dort können die Karten gekauft werden. Dort sieht man auch tagesaktuell, wie der Stand der Dinge ist. Also sehr zu empfehlen, auch die kulinarische Weltreise. Und da sind wir wieder beim Essen gelandet. Meine Herren, vielen Dank, dass wir wieder zu Gast sein durften hier in der Neuen Höhe. Jörg, vielen Dank, dass du mir wieder gezeigt hast, wie einfach und gut Kochen sein kann. Ich nehme das und sauge das auf und versuche dann zu Hause nachzukochen.
Meistens bleibt es beim guten Vorsatz. Ich hoffe, dass das und wird. Guter Vorsatz ist ein gutes Zeichen oder ein gutes Stichwort, denn lassen Sie uns anstoßen auf ein gutes neues Jahr 2020. 2020. Voller Gesundheit, voller Erfolg und dass wir uns dann vielleicht im nächsten Jahr gesund und munter auch hier wieder sehen. Dann zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Kinder, das wünsche ich Ihnen natürlich auch. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie FRM treu und wir haben ja im Jahr 2020 große Dinge zu feiern bei FRM TV, denn wir werden 20 Jahre alt und begehen oder senden in Kürze die 1000. Sendung. Also da gibt es ordentlich was zu feiern bei FRM und in diesem Sinne also alles Gute, guten Rutsch und gesundes Neues.